ihr Lieben und willkommen zu einem neuen Video. Heute gibt es das Q&A, was ich schon lange angekündigt habe und ich hoffe, euch gefällt das Video. Und los geht's! Die ersten Fragen kommen von Honey Bunny. Die erste Frage ist, wie viele Tiere hast du jetzt? Ich habe 2 Tiere, einen Hamster und einen Hund. Wie alt sind deine Tiere? Barmeli, mein Hamster, ist 1 Jahr und Aladdin, unser Hund, ist 5 Jahre. Was sind deine Hobbys? Ich singe eigentlich richtig gerne. Also das erste Haustier, was ich so richtig kannte, war eine Katze, und zwar die liebe Molly, die ist aber leider schon gestorben. Die haben wir bekommen, als ich noch gar nicht auf der Welt war, also da war ich noch gar nicht geboren, da haben wir die schon bekommen. Und das war ich das erste Tier, was ich dann so kannte. Was würdest du dir gerne noch für Tiere anschaffen? Also eigentlich bin ich zufrieden mit meinen Tieren, nur manchmal gibt es so Momente, da hätte ich gerne auch noch mehr Tiere. Dann würden es eigentlich mehr Schweinchen oder Kaninchen sein. Oder einfach noch ein Hamster oder noch ein Hund, das fände ich auch ganz cool. Aber eigentlich bin ich zufrieden mit meinen Tieren. Welches Tier wolltest du schon immer mal in freier Natur sehen? Ich wollte schon immer mal einen Feldhamster sehen. Ich bin noch mal in ein Feld reingegangen, um einen Feldhamster zu suchen, aber leider habe ich keinen gefunden. Auf jeden Fall habe ich auch schon mal Elche in freier Natur gesehen. In Schweden war das und es war auch sehr schön. Und es wäre auch cool, wenn die bei uns leben würden, aber leider ja nicht. Jedenfalls würde ich auch gerne mal eine Wasserschildkröte im Meer sehen. Und noch dazu so ein Korallenriff mit ganz vielen bunten Fischen und einer Wasserschildkröte halt. Dankeschön für deine vielen Fragen, Honey Bunny. Ihr könnt gerne mal bei ihr vorbeischauen, sie hat einen sehr schönen Kanal und ich verlinke ihn euch in der Infobox. Dann hat Hamster Buddel gefragt, wie viele Haustiere hast du? Das habe ich ja schon beantwortet. Und die nächste Frage von ihr ist, wie viel kosten Hunde? Das kommt drauf an, wo man Hunde herbekommt und ob sie reinrassig sind. Denn wenn sie reinrassige Hunde vom Züchter sind, kosten sie meist so um die 1000 Euro, würde ich sagen. Also sie sind schon teurer als im Tierschutz. Im Tierschutz kosten sie so um die 300, denke ich mal. Jedenfalls sind es dann auch meistens Mischlinge. Also wenn man jetzt einen Golden Retriever vom Züchter möchte, dann sollte man vielleicht so um die 1000er Preis rechnen. Also da bin ich mir auch nicht so ganz sicher, aber wenn ihr einen Mischling wollt, dann aus dem Tierschutz so um die 300 oder so. Was ist dein Lieblingsessen? Also ich habe jetzt nicht so ein Lieblingsessen, aber ich esse ganz gern Pommes und auch gebratene Nudeln mit Rührei, Ketchup und Röstzwiebeln. Mag ich ganz gern und ich esse halt vieles sehr gerne. Danke für deine 3 Fragen, Hamsterbuddel. Hamsterbuddel ist übrigens auch ein Hamsterkanal und ihr könnt da gerne mal vorbeischauen. Sie hat auf jeden Fall auch ein Abo verdient. Weiter geht's mit den Fragen von Kretas Kaninchenwelt. Die erste Frage ist, welche Tiere von denen du hast, gefallen dir am meisten? Ich glaube, viele denken immer noch, dass alle Tiere, die ich auf meinem Kanal vorstelle, mir sind. Nein, mir sind nur 2 Tiere. Die anderen Tiere sind von Verwandten, Freunden oder halt so, die ich halt so kenne. Und dann stelle ich die Tiere auch vor. Jedenfalls habe ich nur 2 Tiere und das sind Barmelin und Aladdin. Da kann ich mich nicht richtig entscheiden. Also mit dem Hund kann man halt Gassi gehen und Tricks üben und mit dem Hamster kann man einfach ihn beobachten und ja, man kann sich halt um ihn kümmern. Aber mit dem Hund kann man halt viel mehr so rausgehen, Tricks üben. Er ist halt der Freund des Menschen und ich würde schon sagen, da ich mein Hund halt richtig gern habe, genauso wie mein Hamster auch. Also ich will mich da gar nicht entscheiden eigentlich, denn ich mag beide meine Tiere und sie sind beide ganz besonders toll. Was sind deine Hobbys, habe ich auch schon beantwortet. Nun kommen wir zur nächsten Frage, was ist dein Lieblingstier? Meine Lieblingstiere sind Hamster und Hund, aber ich mag auch gerne Kaninchen, Pferde und Pandabären und auch Meerschweinchen mag ich, aber ich glaube, die gehören jetzt nicht so zu meinen Lieblingstieren. Aber, ja. Hattest du schon immer so viele Haustiere? Wie gesagt, ich habe nicht so viele Haustiere, sondern nur 2. Manchmal haben wir auch Molche im Teich. Aber ich weiß nicht, ob die so als Haustiere gelten. Jedoch
ich bin schon mit Tieren aufgewachsen, würde ich sagen. Aber ich hatte jetzt nicht auf einmal richtig viele Haustiere. Also das nicht. Danke für deine Fragen, Greta. Ihr Kanal ist übrigens auch in der Infobox verlinkt. Die nächste Frage ist von LBS Kitty Ruby. Sie hat gefragt, was ist dein Lieblingslied von Avril Lavigne? Und ich finde Breakaway, glaube ich, am besten. Danke für deine Fragen, LBS Kitty Ruby. Sie hat übrigens auch einen Kanal, wo ihr auch in der Infobox vorbeischauen könnt. So, kommen wir jetzt zu den letzten beiden Fragen von der lieben Hamster Egon. Sie hat erstens gefragt, Lieblingstier habe ich ja schon beantwortet und wie bist du auf die Idee gekommen, einen YouTube-Kanal zu machen? Also es war eigentlich so, dass ich schon mal einen YouTube-Kanal hatte, beziehungsweise zwei YouTube-Kanäle. Und zwar habe ich da immer Schleichvideos drauf gemacht. Einmal den Kanal Friesenclub oder auch Milka Hashtag Love, vielleicht kennt ihr ihn noch. Falls ihr irgendwelche Schleich-YouTuber mich gucken, also ich hieß da meistens Friesenclub und Milka Hashtag Love, vielleicht kennt ihr den Kanal ja. Und auch dieser Kanal war ein Schleich- und Playmobil-Kanal und so. Der hieß halt Spaß, Schleich, Playmobil und Co. Ganz am Anfang hieß er anders, aber dann hieß er halt so eine Weile. Und dann habe ich damit aufgehört. Er hatte dann 18 Abonnenten und dann entstand daraus Pfötchen-Videos. Ich wollte dann halt Tiervideos drehen und so kam das halt. Ich schaue auch ganz gerne Videos von der lieben Lottie Payson. Ihr könnt sie gerne abonnieren. Ich schreibe euch auch einen Link zu ihrem Kanal in die Kommentare. Sie macht Hamster-Videos. Und ich fand ihren Kanal so cool und dann dachte ich mir, komm, mach doch auch Hamster-Videos. Und dann kam daraus halt irgendwie auch Tiervideos. So ist das dann irgendwie entstanden, keine Ahnung. Jedenfalls war das so die grobe Geschichte. Danke für deine Fragen, Hamster-Egon. Sie hat auch einen Kanal, der ebenfalls in der Infobox verlinkt ist. Und sie macht da Videos über ihren Hamster Elfriede, denn leider ist ja Egon-Hamster gestorben. Aber dafür hat sie jetzt Elfriede. Und das tut mir nochmal richtig leid mit Egon, also mein Beileid. Und dafür ist jetzt aber Elfriede da und die ist auch wirklich mega süß. Also schaut gerne bei ihr vorbei und lasst ein Abo da. So Leute, das war's mit meinem Video. Ich hoffe, ich konnte alle eure Fragen beantworten. Und ich freue mich auf jeden Fall auch auf einen Kommentar, Like und ein Abo. Und ich würde sagen, bis zum nächsten Video. Ciao!